Und ich werde auch gleich mal beginnen. Also, wie der Flo schon erklärt hat, reden wir heute über den dialektischen Materialismus, die Philosophie des Marxismus. Und zu Beginn ist es, denke ich, sinnvoll, mal darüber zu reden, was überhaupt Philosophie im Konkreten ist. Also die Philosophien stellen eben verschiedene Denkweisen, verschiedene Arten und Herangehensweisen, die Welt zu verstehen dar. Also und in Wirklichkeit hat jeder Mensch, auch wenn man meint, keine konkrete Philosophie studiert zu haben, eine besondere Philosophie bzw. eine besondere Denkweise. Und es ist eben meist selbstverständlich die Denkweise, die dem Interesse der herrschenden Klasse entspricht. Also was ist damit gemeint? Also jede Überlegung, jeder Blick auf die Welt ist nie losgelöst. So etwas wie nackte Fakten, die sich selbst präsentieren, gibt es nicht. Also wie ich die Daten auslege, die ich sehe, die ich beobachte, hängt immer von meiner Denkweise ab. Wenn ich zum Beispiel vorab davon ausgehe, dass es einen Gott gibt, der die Welt nach seinem Willen erschaffen hat, dann werde ich auch in der Art und Weise, wie die Lebewesen auf ihre Umwelt angepasst sind, die Genialität dieses Schöpfers bestätigt sehen und in den Fakten, die ich dann beobachte. Wenn ich jedoch vorab die Existenz von einem solchen Gott zum Beispiel zurückweise, dann werden mir dieselben Fakten auf Basis meiner Denkweise und meiner Herangehensweise ein ganz anderes Bild liefern. Genau. Und das ist sozusagen eben auch der Punkt. Diese Denkweisen verändern sich über die Geschichte und jede geschichtliche Epoche, jeder Produktionsmodus hat eigene Denkweisen. Und dabei ist es natürlich so, dass mit dem Entstehen der Klassengesellschaften der Widerspruch zwischen den Klassen sich auch in den Denkweisen und Philosophien einer Epoche widerspiegelt. So unterscheidet sich eben auch die Philosophie der aufstrebenden Bourgeoisie, des Bürgertums im 17. und 18. Jahrhundert maßgeblich von der Philosophie, zum Beispiel in einer römischen Sklavenhaltergesellschaft. Und auch unterscheidet sich die Philosophie der Bourgeoisie im 18. Jahrhundert von der Philosophie des Feudaladels und von der Kirche. Man kann im Allgemeinen auch sagen, dass sich die Kämpfe der Bourgeoisie gegen den Feudalismus und gegen die feudale Unterdrückung und die Kirche auch in der Philosophie selbst widerspiegeln. Genau, also man sieht diese Denkweisen, wie sie sich verändern in der Geschichte. Und im Grundlegenden kann man die gesamten unterschiedlichen Philosophien, die es gibt, auf zwei grundlegende Unterschiede runterbrechen. Und zwar auf zwei verschiedene Grundansätze, nämlich Materialismus und Idealismus. Und obwohl es natürlich diese zwei Philosophien in den verschiedensten Formen, Farben und Schattierungen gibt, ist in letzter Instanz folgende Frage bestimmend. Ist es das Denken, das die Welt bestimmt? Ist es eine Idee, eine Vorstellung, die gesamte Welt und das Entwickeln in der Geschichte vorantreiben? Oder ist es die Welt selbst, die Materie, die Entwicklung in der Geschichte bestimmt? Das ist vielleicht noch ein bisschen abstrakte Erklärung, aber ich versuche es jetzt konkreter zu machen. Und zwar fangen wir mal mit dem Materialismus an. Also der Materialismus geht von der Vorrangigkeit der Materie aus. Materie selbst ist nichts anderes als eine philosophische Kategorie, ein Begriff zur Bezeichnung von der objektiven Realität. Der Materialismus geht davon aus, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt, eine Realität, die unabhängig von unserem Denken, von unseren Empfindungen existiert. Was wir in unseren Erfahrungen, in unseren Empfindungen wahrnehmen, das ist die wirkliche Welt, die wir kopieren, die wir fotografieren, die wir abbilden, die aber trotzdem unabhängig von diesen Vorstellungen existiert. Und der Begriff Materie drückt eben nichts anderes als die Eigenschaft aus, dass diese Materie unabhängig vom menschlichen Bewusstsein real existiert. Und es gab eine lustige Kontroverse mit Engels seiner Zeit, wo gefordert wurde von Engels, dass er aufzeigt, was die konkrete Materie ist. Und darauf hat er geschrieben, genauso wie es nicht die einheitliche Materie als solche gibt, gibt es ja auch nicht das Obst als solches. Ja? Also statt Kirschen, Birnen, Äpfel als konkretes Obst zu sehen, statt Hunde, Schafe, als konkrete Tiere zu sehen, als konkrete Säugetiere, wollen sie das Obst als solches, die Katze als solches, das Säugetier als solches sehen und verstehen eben nicht die Beziehung zwischen dem, dass es eben konkrete Materie gibt, konkrete Dinge, die wirklich existieren. Also so viel zu dem Begriff von Materie. Genau. Also, und das ist eben die Grundlage des Materialismus, dass davon ausgegangen wird,
dass die Welt unabhängig existiert, dass die Welt wirklich existiert, dass es eine objektive Beschaffenheit der Welt gibt, die unser Bewusstsein beeinflusst, die unser Bewusstsein bestimmt und aus der wir unsere Erfahrungen, unsere Gedanken, unsere Ideen nehmen. Es sind nicht unsere Ideen, die die Welt bestimmen in dieser Art und Weise. Es ist nicht irgendein Geist oder irgendein Gott oder irgendein Ideengefilde, das die gesamte Entwicklung der Natur bestimmt, sondern es ist im Gegenteil die Natur, die Gesellschaft, in der wir uns befinden, die materielle Basis, die wir haben, die zurückwirkt und die eben die Entwicklung bestimmt. Der Idealismus nimmt das exakte Gegenteil davon an. Also zum Beispiel in der Geschichte sind große Ideen, große Männer, große Ideale vorrangig und die Geschichte wird im Prinzip aus dem Kopf konstruiert. Und der Idealismus tut eben genau das, dass er die Ideen über die Materie erhebt. Er erklärt, wie ich eben gesagt habe, die Entwicklungen nicht aus den wirklichen Geschehnissen in der Geschichte heraus, nicht aus den materiellen Verhältnissen, aus den tatsächlichen Verhältnissen zwischen einzelnen Menschen, zwischen der Produktion, die notwendig ist, um die Menschen überhaupt ernähren zu können, nicht aus den tagtäglichen Prozessen, die ablaufen, sondern aus gewissen Ideen, aus gewissen Vorstellungen heraus. Und auch hier gibt es eben verschiedenste Spielarten, aber das, was aus Sicht des Materialismus relevant ist, das, was das Wesen eben von Idealismus ist, dass er eben davon ausgeht, dass das Bewusstsein die Welt bestimmt, dass die Idee die Welt bestimmt und dass die Idee etwas anderes ist als die Materie, dass sozusagen die Idee über der Materie steht, dass das Bewusstsein über der Materie, über der physischen Materie steht und dass sie in dem Sinne auch nicht mit ihr versöhnbar ist. Also, und gerade weil die Ideen eben so sehr über die Materie gestellt und gehoben werden, als so unversöhnbar erscheinen, genau deshalb kann der Idealismus auch das Bewusstsein nicht verstehen, weil es immer sozusagen auch als Sache erscheint, die ja über der Materie steht, die etwas Geistartiges ist. Genau, also das sind einmal diese zwei entgegengesetzten Philosophien, die Grundansätze. Und in der Philosophiegeschichte sehen wir jetzt eine ständige Abwechslung dieser zwei Weltanschauungen. Und das mag vielleicht für außenstehende Beobachter komplett zufällig und belanglos erscheinen, aber in Wirklichkeit ist in diesem Wechselspiel eine gewisse Logik. Jede Philosophie war unvollständig in der Geschichte und konnte nur einen Teil der Wirklichkeit erfassen. Mal fehlte der Philosophie zum Beispiel der Begriff für den Wandel oder mal das Verständnis für Verallgemeinerungen, dass man sozusagen vom Konkreten den allgemeinen Prozess sieht. Man kann aber sagen, dass der Materialismus gewissermaßen die naturwüchsige Weltanschauung ist. Jeden Tag, wenn wir uns von einem gewissen Ort entfernen und nach gewisser Zeit wieder dorthin zurückkehren, gehen wir davon aus, dass der Ort, auch wenn wir nicht dort sind, weiter existiert. Wir gehen automatisch davon aus, dass auch die Welt ohne uns existiert. Der Idealismus hingegen konnte erst dadurch entstehen und zur Ideologie werden, dass Klassengesellschaften entstanden sind. Doch auch hier gab es ein gewisses progressives Erbe eben, nämlich ein Teil der Gesellschaft wurde von der Arbeit freigestellt und konnte sich deswegen der Wissenschaft und dem Denken widmen. Gleichzeitig wurde die gesamte notwendige Arbeit von anderen Menschen erledigt, Menschen, die einer anderen Klasse zugehörig waren und etwa in der Sklavengesellschaft als minderwertig angesehen wurden. Die Arbeit selbst galt als minderwertig, rau, während die geistige Betätigung als hoch, erhaben, edel angesehen wurde. Und es ist eben genau diese Trennung von Theorie und Praxis, das ist eben ein Produkt der Trennung von Hand und Kopfarbeit in der Klassengesellschaft, die Grundlage für den Idealismus gelegt hat. Also es ist eben verständlich gewissermaßen. Die einen sind gezwungen zu arbeiten, die anderen können denken, sind freigestellt von dieser Arbeit, wie die Sklavenhalter zum Beispiel im antiken Griechenland, die Philosophen damals, Sokrates, Platon, die ja nichts anderes waren als Teil dieser Sklavenhaltergesellschaft und der herrschenden Klasse, die mussten nicht arbeiten und genauso auch die Philosophen in der Geschichte. Da sieht man schon die Logik dahinter, die den Idealismus nahelegt. Weil wenn man selber in einer gut gestellten Position ist, nicht arbeiten muss, denken kann, dann erscheint es einem natürlich viel mehr so, als ob dieses Denken von den ganzen anderen erhabenen und wichtigen Leuten das Weltgeschehen bestimmt und nicht so etwas Schäbiges wie materielle Prozesse. Es ist aber jetzt so, dass dieser Idealismus trotzdem in der Geschichte auch eine progressive Rolle gespielt hat. Durch Religion haben zum Beispiel in den frühen Phasen Menschen es geschafft, mit Prozessen in der Natur, mit gewissen Abläufen, Götter
zu verbinden und die Zusammenhänge besser zu verstehen. Und so jemand wie Kant hat durch den Idealismus wieder, als der Materialismus in einer Phase war, wo er die Welt sehr stark gesehen hat, wieder eine Bewegung und wieder einen Umschwung sozusagen und Verallgemeinerungen in die Philosophie gebracht hat. Heute ist es aber so, dass sich der Idealismus längst ins Gegenteil verkehrt hat. Also von verschiedensten fortschrittlichen Zwecken, die er eben erfüllt hat, dient er heute vor allem als Herrschaftsideologie. Er sieht die Dinge nie so, wie sie wirklich sind, sondern verklärt sie, stellt sie in einen ideellen Bezug, erklärt sie eben aus dem Kopf und nicht aus der Welt heraus. Jetzt ist es aber so, wenn wir die Welt wirklich verändern wollen, müssen wir sie ja zuerst so fassen, wie sie tatsächlich ist. Wir müssen sie genauso sehen, wie sie ist, um sie auch wirklich zu verändern. Und wenn wir jetzt in die Geschichte schauen, dann sehen wir, dass das Bürgertum, die Bourgeoisie, die herrschende Klasse unserer Zeit, auch einmal gezwungen war, die Welt materialistisch zu erkennen. Auch einmal gezwungen war, die Welt so zu erkennen, wie sie wirklich ist und nicht, wie sie im Kopf erscheint. Und zwar im Kampf gegen die feudale Unterdrückung. Die Bourgeoisie hat ja auch den Feudalismus überwunden, revolutionär. Auch sie musste eben damals, um diese reale Unterdrückung abzuwerfen, so gut wie möglich die Welt erkennen und verstehen. Und deswegen schauen wir uns jetzt ihre historische Philosophie an. Und die heißt Empirismus. Ja? Der Gründungsvater war davon Francis Bacon im 17. Jahrhundert. Und über ihn hat Marx geschrieben, ich zitiere jetzt, in Bacon, seinem ersten Schöpfer, birgt der Materialismus noch auf eine naive Weise die Keime einer allseitigen Entwicklung in sich. Und das ist genau der Witz eben von dem. Er hat dann auch noch geschrieben, die Materie lacht in poetisch sinnlichem Glanze den ganzen Menschen an. Und damit will er ausdrücken, dass der frühe Empirismus eine sehr progressive Rolle gespielt hat. Und es stimmt, der war damals noch allseitig und ein kämpferischer Materialismus, der eben auf die Erfahrung und auf die wirkliche Welt und auf die materielle Welt gepocht hat. Und das war eine wichtige Waffe für die Bourgeoisie im Kampf gegen den Feudalismus. Damals war es eben wichtig, die Dinge so zu sehen, wie sie waren. Diese Philosophie war auch eine Grundbedingung für die Ökonomie und für die Wirtschaftswissenschaften, die dann entstanden sind, vor allem in England. Und wie gesagt, es widerspiegelt sich eben auf gedanklicher Ebene der reelle Kampf der Bourgeoisie gegen die feudale Unterdrückung. Und was der Empirismus gemacht hat, der wandte sich gegen die damals vorherrschende Philosophie und hat versucht, die Welt ohne Gott entgegen der Scholastik, so hieß die Philosophie damals, die noch aus dem Mittelalter überliefert kam. Es war eine Philosophie, die auf die Autorität von Aristoteles und der Bibel gepocht hat. Und hat versucht, die Welt auf Basis der Wissenschaft ohne Gott zu erklären, aus der Erfahrung heraus. Aber genauso wie die Bourgeoisie mit der Überwindung des Feudalismus ab einem gewissen Punkt ihr progressives Potenzial erschöpft, erschöpft auch die Philosophie ihr progressives Potenzial. Es widerspiegelt sich dieser Prozess sozusagen im Denken. Und Marx hat dazu auch noch eine andere Sache geschrieben, und zwar, in seiner Fortentwicklung wird der Materialismus einseitig. Hobbes ist der Systematiker des Baconschen Materialismus, das ist ein späterer Philosoph gewesen. Die Sinnlichkeit verliert ihre Blume und wird zur abstrakten Sinnlichkeit des Geometers. Und das ist tatsächlich so. Und die Logik hinter diesem Prozess, dass der Materialismus immer einseitiger geworden ist, den die Bourgeoisie verwendet hat, dass er sich von diesem kämpferischen Instrument in sein Gegenteil verkehrt hat langsam, liegt nämlich darin, dass je mehr die Bourgeoisie ihre wirkliche Macht über die Gesellschaft festigt, desto mehr trat die Notwendigkeit hervor, es so darzustellen, als hätte sie tatsächlich alle Versprechungen erfüllt, als hätte sie wirklich die ganze Menschheit befreit. Je mehr sie ihre Macht gefestigt hat, desto stärker ist auch in den Vordergrund getreten, dass sie nicht alle Menschen befreit hat, eben, dass sozusagen die Unterdrückung weitergeht und nämlich die Unterdrückung der Arbeiterklasse. Deswegen musste sie die Welt immer mehr so darstellen, wie sie nicht war und nicht, wie sie wirklich war. Und der britische Materialismus, der eben bei Bacon noch im Grunde die Bewegung als Teil der Materie gesehen hat, degeneriert in eine Philosophie, die die Bewegung als etwas von der Materie Unabhängiges, als etwas Entgegengestelltes betrachtet. Und das ist im Prinzip eine längere Kontroverse auch in der Philosophie. Es geht im Prinzip auf die Frage zurück, wie Bewegung und wie Materie zusammengehen. Und es ist natürlich so, dass in letzter Instanz die Materie selbst bewegt ist, dass die Materie
immer in Bewegung ist und jede konkrete Materie auch immer in Bewegung ist. Das hat Bacon eben auch noch, dafür hat er eben auch noch Verständnis, dass sich das alles, was existiert, eben in irgendeiner Form von Bewegung ist. Moleküle schwingen, Atome verändern sich. Das war damals noch auf abstrakter Ebene eben verständlich. Aber mit der weiteren Entwicklung haben sie sich eben davon entfernt. Dadurch eben, dass die Materie allerdings in Bewegung ist, entsteht der Widerspruch, dass die Materie selbst etwas Träges, Unbewegtes irgendwie, etwas Träges eben ist und in Bewegung gebracht werden musste. Ja? Indem eben jetzt die späteren Philosophen nach Bacon angefangen haben, die Bewegung nicht als Teil der Materie zu sehen, sondern loszulösen, sind sie zu der Konklusion gekommen, okay, wenn jetzt Bewegung etwas anderes ist, etwas Entgegengestelltes, dann muss ja irgendwas diese Materie in Bewegung gebracht haben. Und genau an dieser Stelle kommt durch die Hintertür wieder die Rolle von Gott oder einem gotthaften Wesen hinein. Weil nämlich, wenn es sozusagen irgendetwas, wenn die Materie nicht bewegt ist von sich, weil sie ja träge ist, aber in der Welt offensichtlich bewegt ist, es gibt Bewegung, dann muss irgendetwas diese Materie einen Anstoß gegeben haben und eine Bewegung versetzt haben. Und das ist genau eben der Punkt, wo Gott wieder hineinkommt. Und es gab tatsächlich auch einige berühmte Wissenschaftler, die Empiristen waren und voll und ganz dieser abergläubischen und religiösen Seite des Empirismus verfallen sind. Und so ist es eben auch mit dem Empirismus und seinem scheinbaren Gegenteil, dem Aberglauben. So glaubt nämlich auch selbst Bacon, der beste der Empiriker, daran, dass aus verschiedensten Stoffen Gold zu schaffen wäre und dass man Wunder verrichten könnte. Und selbst Isaac Newton beschäftigt sich lange mit der Auslegung des Alten Testaments und auch im späten 19. Jahrhundert ist in England unter den Empirikern und Naturforschern sowie Russell Wallace auch die Geisterseherei populär geworden, wo ein Medium vorgibt, mit Verstorbenen zu sprechen. Ja? Also das ist, und der Witz ist, das ist nämlich aber alles kein Zufall, sondern eine Sache, die sich aus dem Wesen des Empirismus und dem Verfall des britischen Materialismus ergibt. Der Empirismus fokussiert sich ja auf die Erfahrung und hebt die Rolle des Sinnes in den Vordergrund. Doch im Laufe seiner Degeneration fällt die Bedeutung der Gedanken, der Verallgemeinerung und der Gesetzmäßigkeiten immer weiter in den Hintergrund. Von einer einstig allseitigen Philosophie wird er kurzsichtig, kasuistisch sozusagen, und betet den einzelnen Fall an. Er wird unfähig, die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und zu benennen, in den Worten von Engels, solange nicht jedes einzelne angebliche Wunder weg erklärt ist, bleibt ihnen Terrain genug übrig. Das ist der Witz nämlich. Sie retten ihre abergläubischen Ideen damit, dass sie sagen, man muss ja jedes einzelne Phänomen erklären. Man muss ja jedes konkrete einzelne Phänomen erklären, weil man kann ja nicht verallgemeinern. Man kann nicht von dem Konkreten aufs Ganze schließen. Man kann nicht von dem Konkreten aufs Nächste schließen, sondern man muss jeden einzelnen Fall gesehen haben. Und somit fokussiert sich diese Philosophie auf das Kleine und zieht sich vor dem Großen zurück. Und in der geschichtlichen Entwicklung dieses Empirismus gab es einen weiteren Empiriker, der viel über Induktion, so nennen sie das eben, das Verallgemeinern, geschrieben hat. Und das war Karl Popper, der 1902 in Wien geboren wurde und die Ideen des Empirismus weiterentwickelt hat, hin zu ihren schärfsten Ausformulierungen. Popper hat offen die Verallgemeinerung angegriffen und erklärt, es wäre allgemein unmöglich, vom konkreten Fall auf den nächsten zu schließen, und hat argumentiert, dass die sogenannte induktive Schlussfolgerung keine Quelle von Wissen sein kann. Und auf dieser Basis hat er auch offen den Marxismus angegriffen, nur konsequent, und hat eben argumentiert, dass die Art und Weise, wie der Marxismus schlussfolgert, unwissenschaftlich sei. Jetzt ist es aber so, dass wir diese scharfe Zuspitzung tatsächlich Tag ein, Tag aus auf tausende Weisen widerlegen, indem wir mit fixen Gesetzmäßigkeiten rechnen, die auch zutreffen. Wir wissen, dass am nächsten Tag die Sonne im Osten aufgeht. Wir wissen, dass wir sterben, wenn wir aus dem Fenster fallen bei einer gewissen Höhe. Wir wissen, dass wir essen und trinken müssen. Wir wissen, dass wir unser Auto tanken müssen, da wir sonst antriebslos stehen bleiben. Und als Marxisten wissen wir auch, dass Sozialismus notwendig ist und dass der subjektive Faktor in Revolutionen notwendig ist. Und das wissen wir nicht aufgrund einer gewissen hellseherischen Gabe, sondern aufgrund dessen, dass wir die historischen Gesetzmäßigkeiten von Revolutionen analysiert haben und diese auch verständlich sind. Wir wissen, wie die Dinge im Allgemeinen aussehen und können eben das Konkrete vom Allgemeinen unterscheiden und wissen, wie eine sozialistische Revolution aussehen wird, im Allgemeinen eben.
Und in letzter Instanz verkehrt sich der Empirismus von seinen Anfängen als Materialismus in sein Gegenteil. Er wird idealistisch. Er spricht nur mehr von der Erfahrung, nicht mehr von der wirklichen Welt. Er spricht nicht mehr davon, dass die wirkliche Welt eine objektive Dynamik hat, sondern nur mehr davon, dass wir die wirkliche Welt sowieso nicht erkennen können. Diese Denkweise findet sich aber auch heute in den Naturwissenschaften wieder, wo sie eben auch die vorherrschende Methode ist. Und es gibt sogar einige bekannte Physiker, die an der Existenz der Materie überhaupt und an der materiellen Welt überhaupt zweifeln. Und das ist niemand geringerer als der Quantenphysiker Anton Zeilinger, der in seinem Video der Universität Wien zur Bewerbung des Physikstudiums offen davon spricht, dass seine wichtigste Erkenntnis es war, dass es so etwas wie eine materielle Wirklichkeit nicht gibt. Also das kann ich empfehlen, das ist sehr amüsant und bezeichnend, das anzuschauen. Tatsächlich gab es aber nach dieser historischen Phase vom Empirismus wieder eine Phase des Idealismus. Und diese Idealisten waren Kant, Schelling, Hegel. Und die haben eben wieder den Wandel eingeführt, nachdem er ja vom Materialismus auf so starre Art und Weise, vom britischen Materialismus auf so starre Art und Weise ausgehebelt wurde. Allerdings über den Idealismus. Und Hegel war ihr größter Ausdruck, der mit seiner revolutionären Methode der Dialektik den Wandel der Welt in den Vordergrund stellte und die Widersprüchlichkeit der Welt. Während die Empiriker eben den Wandel in den Hintergrund stellten, machte sie Hegel zum Um und Auf und zur Grundlage seiner Methode. Und Hegel war natürlich befeuert von den ganzen gesellschaftlichen Umschwungen von der Französischen Revolution, auf Basis derer eben wirklich diesen Charakter des Wandels und der Widersprüchlichkeit und der Bewegung durch Gegensätze in den Vordergrund gestellt hat. Aber der Wandel war bei ihm noch abstrakt. Der wurde angetrieben von Ideen und Begriffen, nicht von tatsächlichen Tätigkeiten in der Welt, nicht als materielle Kräfte, die unabhängig vom Bewusstsein real in der Welt draußen existieren. Das wurde erst von Marx und Engels getan mit dem dialektischen Materialismus. Denn jetzt ist für den dialektischen Materialismus, im Unterschied zu allen früheren Philosophien, der Wandel eine innewohnende Eigenschaft der Materie selbst. Die Materie selbst ist widersprüchlich. Jedes Ding besteht aus widerstrebenden, widersprüchlichen Tendenzen und Eigenschaften, die sozusagen in einem Kampf miteinander stehen. Es gibt einige Philosophien und Religionen, die das irgendwie auf einer gewissen Ebene auch verstanden haben. Die meisten kennen wahrscheinlich dieses Yin-Yang. Das ist auch eine Form von naturwüchsiger Erkenntnis von Dialektik. Aber das haben eben Marx und Engels auf viel höhere Ebene und wissenschaftlich beschrieben. Dass eben durch diese Widersprüche in der Materie selbst die Bewegung und der Wandel sich vollzieht. Und tatsächlich kann die Materie nur in ihrer Bewegung gefasst werden. Der dialektische Materialismus erkannte, dass jedes Ding, das existiert, eine Einheit aus gegensätzlichen Tendenzen ist. Von den positiv und negativ geladenen Teilchen, die das Atom aufbauen, bis hin zu den entgegengestellten Klassen in einem gewissen Produktionsmodus, die den Klassenkampf ausmachen, sind Gegensätze eben nicht undurchdringlich und klinisch getrennt, sondern im Gegenteil bilden eine Einheit und können nur im Wechselspiel und in Bezug aufeinander verstanden werden. Und diese Tatsache kann man verallgemeinern und als Gesetz auffassen, als Gesetz der Einheit der Gegensätze. Aber darüber hinaus können wir auf der Basis dieses Verständnisses von Gegensätzen, von ihrer Wirkung und von den Widersprüchen in der Materie selbst auch ein besseres Verständnis des Verhältnisses der Welt selber bekommen. Wir können nämlich verstehen, warum sich die Dinge so scheinbar plötzlich in ihr Gegenteil verkehren. Und man muss natürlich sagen, das ist ein wichtiger Punkt, gerade weil eben der Wandel so eine ursprüngliche Eigenschaft der Dinge ist, ist die Wahrheit immer konkret und immer in ihrem konkreten Kontext und innerhalb gewisser Grenzen gültig. Deswegen müssen wir immer die materielle Welt erklären und verstehen. Die Welt, wie sie wirklich unabhängig von unserem Bewusstsein existiert und die dialektische Bewegung, die widersprüchliche Bewegung aus der wirklichen Welt erklären. Die USA zum Beispiel, wo scheinbar innerhalb kürzester Zeit aus dem Nichts ein Massenprotest ausgebrochen ist. Und der ist eben auch nicht aus dem Nichts ausgebrochen, sondern in ihm ist ausgedrückt die Unterdrückung in den USA, die nationale Frage, die Verschlechterung in den letzten Jahren, der Abschied des amerikanischen Kapitalismus in den Jahrzehnten, hat sozusagen die materielle Basis geliefert dafür, dass sich der Zustand in den USA ins Gegenteil verkehrt
und heute sogar eine Großteil der 20- bis 30-jährigen Menschen den Sozialismus besser finden als den Kapitalismus, was vor einigen Jahrzehnten noch nicht denkbar war und sich relativ schnell ins Gegenteil verkehrt hat, oder auch die Massenproteste eben, die wir gerade gesehen haben. Und wir müssen eben gleichzeitig, wenn wir, also neben der Einheit der Gegensätze, müssen wir eben auch die Gründe für neue Entwicklungen unter der Oberfläche suchen. Wir müssen tiefer graben, als sozusagen nur einzeln oberflächlich die Fakten zu betrachten. Und wenn uns das gelingt, dann können wir auch korrekte Perspektiven aufstellen, wie wir es eben auch getan haben. Wir haben zum Beispiel in unserem Weltperspektivendokument, das Herbst 2019 angefertigt wurde, bereits davon gesprochen, dass die unterliegenden Widersprüche des Kapitalismus in der aktuellen Phase zu einer Krise führen werden, wobei der Trigger dafür recht zufällig sein wird. Das kann alles sein, von der Zuspitzung des Handelskrieges bis hin zu einem dummen Tweet. Und wir wissen, es wurde das Coronavirus. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, weil der Empirismus würde dazu tendieren, die Fakten, die oberflächliche Sache eben in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, okay, der Coronavirus, nachdem ist die Krise in den Keller gegangen, das wird wohl der Grund sein dafür. Aber wir schauen uns eben die gesamthaften Entwicklungen an. Wir schauen uns an, was unter der Oberfläche passiert. Und dazu befähigt uns der dialektische Materialismus. Der hilft uns aber nicht nur, die Geschichte besser zu verstehen, wir können auch die Natur selbst besser verstehen. Und ein Beispiel dafür ist die Entwicklung von lebendiger Materie selbst. Und um die besser zu verstehen, fangen wir eben dialektisch an. Wir fangen nicht mit lebendiger Materie an, sondern wir fangen mit ihrem Gegenteil an, nicht lebendige Materie. Und wir sehen eben, was es im Universum gegeben hat, vor einigen Milliarden Jahren, ist, dass riesige Massen von Staub und Gas sich durch Zusammenziehung und der Einwirkung der Schwerkraft zu Sonnen und Sonnensystemen verdichtet haben, die wir heute im Universum vorfinden können. Und in der Mitte von diesen Sonnensystemen hat sich die Materie zu extrem heißen Körpern verdichtet, die durch nukleare Fusion von Wasserstoff zu Helium Energie in Form von Licht ausstrahlen. Die entfernten Körper, die eben weiter weg waren von diesem Zentralkörper, von der Sonne, die kühlten ab und auf ihrer Oberfläche konnten neue Eigenschaften der Materie hervortreten. Chemische Verbindungen konnten entstehen und damit auch die Grundlage von Leben. Und lebendige Materie, aus der alles komplexe Leben entstand, hat sich erst aus ihrem Gegenteil toter Materie gebildet. Und das war auch lange eine Frage in der Philosophie, und auch in der Naturwissenschaft, wie dieser Prozess möglich war. Den Engels bereits damals in den 1870ern korrekt beantwortet hat. Und auch wenn wir das Bewusstsein betrachten, das Entstehen von Bewusstsein, dann können wir unser Verständnis von Einheit der Gegensätze nutzen und erklären, eben wie die Höhe des menschlichen Denkens aus nichts anderem heraus erklärt werden kann, als aus seinem Tun, aus seiner praktischen Tätigkeit. Und tatsächlich herrscht eben auch in der Biologie sehr lange das Denken vor, dass es irgendwo einen Affen geben muss mit extrem hochentwickeltem Gehirn, weil man ja nur so erklären kann, dass irgendein Affe klug gewesen wäre, sich zum Menschen zu entwickeln. Aber in Wirklichkeit versteckt sich hier genau die idealistische Weltanschauung, die ich vorhin beschrieben habe. Nämlich die Grundannahme ist, dass das Denken und nicht die Welt und die materielle Notwendigkeit der Menschen geschaffen hat. Tatsächlich ist es nämlich in der Evolutionsgeschichte ganz anders. Engels hat dazu einen extrem genialen Artikel geschrieben, nämlich der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, der inzwischen auch oft schon zitiert wurde und bestätigt wurde in der Anthropologie, wo er nämlich erklärt, wie der Vorgänger von Menschen, die Protoaffen, durch die Arbeit und das komplexe Bearbeiten von Werkzeugen sich selbst verändert haben und zu Menschen wurden. Nämlich man hat ein Werkzeug geschaffen und dieses Werkzeug hat ein immer größeres Abstraktionsvermögen erfordert. Ich musste mir merken, okay, dieses Werkzeug mache ich nicht konkret, weil ich jetzt essen möchte, sondern auf einen zukünftigen Prozess hingerichtet. Und diese Fertigkeit, diese materielle Tätigkeit, die Arbeit, die Veränderung der Natur selbst, der äußeren Natur, hat zurückgewirkt auf den Menschen und ein größeres Abstraktionsvermögen erfordert. Und diese materielle Notwendigkeit hat sich im Entstehen des Bewusstseins ausgedrückt. Und
Goethe hat dazu ein sehr nettes Zitat auch gebracht, nämlich im Anfang war die Tat. Das kennt vielleicht auch die eine oder die andere. Genau, also was wir gesehen haben jetzt im Referat ist eben, dass wir haben einen kurzen Blick durch die Philosophiegeschichte genommen und gesehen, was für eine Philosophie notwendig ist und was die Philosophie des Marxismus auszeichnet. Hierzu gibt es auch ein sehr gutes Zitat von Lenin, nämlich Spaltung des Einheitlichen und Erkenntnis seiner widersprechenden Bestandteile ist das Wesen der Dialektik. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig eben. Diese Einheit der Gegensätze, die Einheit der widerstrebenden und widersprechenden Bestandteile, das ist das, was uns befähigt, die Welt zu verstehen und zu analysieren. Und diese Identität, diese Einheit der Gegensätze sieht man überall in allen Bereichen der Wissenschaften des Denkens, also von den Gesellschaftswissenschaften mit dem Klassenkampf bis hin zur Mathematik zum Beispiel mit Differentialrechnungen integrieren. Oder in der Mechanik mit Wirkung und Gegenwirkung. Also man sieht diese Einheit de facto überall. Und wir verstehen eben dadurch, dass Gegensätze eine Einheit bilden. Und um etwas wirklich tiefgehend verstehen zu können, reicht es nicht, es von einer Seite her zu erfassen, sondern man muss es von seinem Gegensatz her, in seiner Verstrickung mit anderen Punkten, in seiner wirklichen Bewegung erfassen. Um die lebendige Materie zu verstehen, mussten wir eben zuerst die Entwicklung von toter Materie verstehen und die Bedingungen kennen, unter denen sie sich in ihr Gegenteil verkehren konnten und Bewusstsein entstand. Wir haben außerdem gesehen, wie sich die Dinge in der Geschichte ab einem gewissen kritischen Punkt in ihr Gegenteil verkehren und neue Eigenschaften hervorbringen. Der progressive Vorstoß des Empirismus, der als Waffe der Bourgeoisie im Kampf gegen den Feudalismus und die Religion verwendet wurde, verkehrt sich ins Gegenteil und lässt durch die Hintertür den Mystizismus wieder herein. Wir sehen denselben Prozess. Derselben Prozess, wo sich eine Eigenschaft in ihr Gegenteil verkehrt. Und all diese Prozesse können wir verallgemeinern und wir können Gesetze erkennen. Das Gesetz zum Beispiel, welches die Bewegung und den Umschlag eines Zustandes in einen anderen ab einem kritischen Punkt eben besagt, das ist das Gesetz von Quantität und Qualität. Und Trotzki hat einmal gesagt, dass das gesamte Universum ein wahres Versuchslabor für dieses Gesetz ist. Alles besteht aus derselben Materie, aus denselben Atomen, doch es ist die quantitativ verschiedene Anordnung, die komplett neue Qualitäten hervorbringt. Doch auch die Massenbewegungen in den USA weisen dieselbe Dynamik auf, dieselbe grundlegende Bewegung. Ab einem gewissen Punkt, ab einer quantitativen Veränderung sozusagen, verkehrt es sich plötzlich ins Gegenteil und wir haben einen komplett neuen Zustand. Einen Zustand von einer Massenbewegung, der vorher nicht da war. Und abschließend möchte ich sagen, dass wir als dialektische Materialisten in Wirklichkeit allen Grund haben, optimistisch zu sein. Wir sehen auf der einen Seite, wir sehen eben die Entwicklung der Materie im Universum, die Entwicklung der reellen Welt als eine Entwicklung, die sich von grundsätzlich niedrigeren Formen zu höheren Entwicklungen, von einfacheren zu komplexeren ausdifferenziert. Und eine dieser höheren Formen der Entwicklung, die ab einem gewissen Entwicklungspunkt entsteht, ist eben das Selbstbewusstsein der Materie, wobei sich die Materie eben im menschlichen Geist ihrer selbst bewusst wird. Also so, wobei das auch nur eine Stufe der unendlichen Entwicklung im Universum ist. Und wenn wir schaffen, auf unserem Planeten den Kapitalismus zu überwinden und eine demokratische Planwirtschaft, den Sozialismus zu erkämpfen, dann leisten wir damit auch einen Beitrag zur progressiven Weiterentwicklung von der bewussten Materie auf unserem konkreten Planeten, auf dem wir hier alle sind. Und es wird heute natürlich gern so dargestellt, als ob das gesamte Universum ein konfuser Haufen von indifferenter Atome wäre, der irgendwie auch irgendwann einmal wieder ins Nirvana getreten wird und zerstört wird. Aber man muss sagen, dass die Physiker nur die Trostlosigkeit der Ideen ihrer eigenen aktuellen Epoche auf das Universum projizieren. Wir sehen nämlich eine Entwicklung mit einer Zunahme von Komplexität, eine Entwicklung zu höheren Zuständen, wobei eben auch ab einem gewissen Punkt das menschliche Bewusstsein in diesem Prozess entstanden ist. Also, und leisten wir einen Beitrag zur progressiven Weiterentwicklung und kämpfen für den Sozialismus, dann ist auch diese Weiterentwicklung, die dann immer verständiger, immer klarer, immer besser ist, weil wir auch eben ähnlich bewusst unsere Produktion, unsere Lebensmittelversorgung verwalten, keine Grenzen mehr gesetzt. Also genau, also
Und das ist, glaube ich, so der Punkt, warum wir auch diese progressive Aufgabe unserer Stunde, den Kampf für den Sozialismus aufnehmen sollten und mit der progressivsten Philosophie unserer Epoche, und das ist der dialektische Materialismus.